Liebe Literaturfreunde, mitten im vierten Kapitel habe ich Sie beim letzten Mal zurückgelassen und möchte das heute wieder gut machen und natürlich dort fortsetzen. Wir haben gehört, dass Agathe Streicher die Krankheit Louis kennenlernen musste, die Lustseuche, und versucht, die Magd ihrer Tante im Haus der Beginen zu behandeln. Sie hat sich ihren alten Arztfreund Stammler dafür zur Hilfe geholt, hat eine Quecksilbersalbe und mit der hat sie Susanna bestrichen. Und nachdem sie das tat, begann ihr Reizhusten, ihr wurde schwindelig und an der Stelle schauen wir, wie es ihr weiter ergeht. Agathe schlief schlecht in dieser Nacht und bereits vor dem Morgengrauen erwachte sie mit Kopfschmerzen. Ihr Mund und Rachen fühlten sich an, als hätte sie seit Tagen nichts getrunken. Mühsam erhob sie sich, um in der Küche einen Becher Wasser zu holen, doch auf der Stiege begann sich alles um sie her zu drehen, so dass sie beinahe die Stufen hinabgestürzt wäre. Erst in letzter Sekunde fand sie Halt am Geländer. Die Hand auf den Magen gepresst, ließ sie sich auf der Treppenstufe nieder und wartete, bis die Übelkeit so weit verging, dass sie sich zurück in ihre Kammer schleppen konnte. Eine schreckliche Angst überkam sie. Was, wenn sie sich bei Susanna angesteckt hatte? Wenn sie nun auch diese fürchterliche Krankheit bekam? Hastig zog sie ihr dünnes Nachthemd über die Knie hoch bis zur Brust und strich suchend über die glatte Haut ihres Leibes auf der Suche nach verräterischen Pusteln. Ertasten konnte sie nichts, nicht die kleinste Unebenheit auf der Haut. Doch um wirklich etwas zu erkennen, müsste es heller sein, es war viel zu dunkel in der Kammer. Das Talglicht hatte sie beim Zubettgehen gelöscht und sie traute sich nicht, noch einmal aufzustehen und einen zweiten Versuch zu unternehmen, die Stiege hinabzuklettern. Ihr wurde bereits schwindlig, sobald sie auch nur den Kopf anhob. Agathe spürte, wie sich die Angst in ihr ausbreitete. Es war nicht mehr lang bis zum Sonnenaufgang, doch die Minuten gerieten ihr zu Stunden. Mit ausgedörrter Kehle lag sie im Dunkeln, kämpfte gegen die Übelkeit in ihrem Magen und haderte mit sich. Hatte Notburger doch recht gehabt? War es ein Fehler gewesen, Susanna zu behandeln? Sie war der Kranken zu nahe gekommen, als sie sie gewaschen und gesalbt hatte. Musste sie jetzt dafür bezahlen, dass sie sich wieder einmal von ihrem Eigensinn hatte leiten lassen? Und was war mit den Schwestern und den anderen Kranken? War die Louis so ansteckend, dass auch sie die Krankheit bekämen? Hatte sie deren Leben auch in Gefahr gebracht? Heiße Tränen der Scham und des Bedauerns rollten Agathe über die Wangen. Endlich, nach einer kleinen Ewigkeit, schlich sich der erste Lichtstrahl in Agathes Kammer. Gewissenhaft untersuchte sie jeden Zoll ihres Leibes, den sie erreichen konnte, nach den heimtückischen Pusteln ab. Doch da war nichts, nichts außer zarter, unversehrter Haut. Agathe ließ sich in die Kissen zurücksinken und ergab sich für einen Moment dem Schwindel, der die wenigen Möbel ihrer Kammer ins Trudeln versetzte. Dass sie bislang keine Flecken gefunden hatte, konnte sie nicht beruhigen, die mochten ja noch kommen. Vielleicht dauerte es eine Weile, bis sie sich zeigten. Kurz überlegte sie, ob sie nach Dr. Stammler schicken sollte, doch rasch verwarf sie den Gedanken. Dafür wäre noch Zeit, wenn der Ausschlag tatsächlich aufträte. Beim Morgenmahl entdeckte man Agathes Fehlen an der Tafel. Mit eigener Hand brachte die Mutter ihr Milch und eine Schale gezuckerten Haferbrei hinauf, doch Agathe erlaubte nicht, dass sie länger in ihrer Kammer verweile, als es dauerte, das Tablett neben ihre Bettstatt zu stellen. Sie ertrüge niemanden in ihrer Nähe, log sie ihr vor. Agathe fühlte sich matt. Ihr Kopf schmerzte zum Zerbersten und ihre Kehle war wie ausgedörrt. Überdies war ihr
immer noch übel und schwindelig, daher stand ihr nach Essen nicht der Sinn. Doch die Milch trank sie begierig, wiewohl sie ihr nur für kurze Zeit Linderung verschaffte. Wieder und wieder fuhr Agathe sich tastend über den Leib und fragte sich bang, wie lange es wohl dauerte, bis die Flecken kämen. Wann immer sie ein winziges Jucken verspürte, fuhr sie wie gestochen auf und schaute sofort nach, ob an dieser Stelle der Ausschlag begann. Doch der Tag verging, ohne dass sich die unheilvollen Pusteln zeigten. Und auch die folgende Nacht. Zwar ließ die Furcht Agathe kaum schlafen und sie getraute sich nicht, das Licht zu löschen, aber die Kopfschmerzen ließen allmählich nach. Ein weiterer Tag und eine weitere Nacht verrannen, ohne dass etwas geschah. Am Morgen des dritten Tages erwachte Agathe ohne ein Gefühl der Übelkeit und als sie sich probehalber aufrichtete, war auch der Schwindel vergangen. Was immer es für eine Krankheit gewesen sein mochte, die sie niedergestreckt hatte, die schreckliche Lustseuche war es wohl nicht, sie schien sie verschont zu haben. Erleichtert schwang Agathe die Beine aus dem Bett. Sie fühlte sich kräftig genug, um aufzustehen. Vor allem drängte es sie, ins Seelhaus zu laufen, um herauszufinden, wie es den Schwestern ging und ob Stammlers Medizin Susanne hatte helfen können. Hastig erledigte sie ihre Morgentoilette und zog sich an. Beim Morgenmahl mit Mutter und Schwester bemühte sie sich, ihre Ungeduld nicht zu zeigen, lange hielt sie es allerdings nicht aus. »Ich gehe heute früher zu Walburga«, sagte sie beiläufig. »Ich habe sie schon so lange nicht gesehen.« »Willst du nicht noch ein paar Tage ausruhen?« wandte Helene ein. Der Eifer auf dem Gesicht ihrer Jüngsten stimmte sie jedoch milde. »Na, lauf schon«, gab sie schließlich nach, froh darüber, dass ihre Tochter von ihrer Krankheit genesen war. »Bleib aber nicht so lange.« »Jungfer Streicher!« Agathe wandte den Kopf. In der Tür zu seinem Laden stand Sebastian Frank und winkte sie zu sich heran. »Gott zum Gruße, Meister Frank!« »Wartet einen Moment«, bat der Seifensieder. Er verschwand in seiner Werkstatt und Agathe nutzte die Gelegenheit, die Auslage seines Geschäftes zu betrachten, wo inzwischen die Bücher, die Frank zum Verkauf anbot, die Seife beinahe verdrängt hatten. Nur mehr eine einzige Pyramide aus Seifenstücken, verschämt in einer Ecke aufgebaut, gab Zeugnis von der ursprünglichen Profession ihres Verkäufers. Neugierig besah Agathe die Buchrücken. Breite und schmale waren es, manche davon neu und unversehrt, andere bereits sehr abgegriffen. Einige Bücher waren in Leder gebunden, andere hatten einen papiernen Einband. Agathes Blick verfing sich an einem etwa daumendicken, angestoßenen Buch, auf dem ein seltsames Zeichen prangte. Eine Schlange, die sich um einen Stab wand. Neugierig nahm sie es zur Hand. Auf dem vorderen Einband war das gleiche Zeichen in das vom Alter dunkle Leder geprägt. Die Schrift darunter war abgerieben. »Wundarznei« war das einzige Wort, das sie entziffern konnte. Unwillkürlich schlug Agathe das Buch auf und blätterte vorsichtig darin. Es schien sich um eine Art medizinisches Anleitungsbuch zu handeln. In den Text waren an manchen Stellen Zeichnungen eingefügt, die chirurgische Behandlungen veranschaulichten. Das Buch war in deutscher Sprache abgefasst und an einer beliebigen Stelle begann Agathe zu lesen. Doch der Sinn der einzelnen Wörter entzog sich ihr, als wären sie auf Griechisch oder Hebräisch geschrieben. Agathe blätterte ein paar Seiten zurück und versuchte es aufs Neue, diesmal mit mehr Erfolg. Reinlichkeit, so verstand sie, sei das oberste Gebot des Medizinierens. Ein Arzt solle sich äußerster Sauberkeit befleißigen. Die Haare und Fingernägel habe er kurz zu schneiden und die Hände so oft als möglich mit Seife zu reinigen. Auch die chirurgischen Gerätschaften, die Wunden, die Betten, die Laken kurz,
alles, was mit den Kranken in Berührung kam, sollte von äußerster Sauberkeit sein, nicht zuletzt um der Gesundheit des Arztes willen, auf dass er sich nicht die üblen Krankheiten zuzöge, die er bei seinen Patienten zu bekämpfen suchte. Agathe nickte unbewusst. Das klang einleuchtend. Wenn Sauberkeit von so großer Wichtigkeit war und sie sich den Schmutz und den Gestank im Krankensaal der Klause vorstellte, dann war es wahrlich kein Wunder, dass nicht mehr ihrer Siechen dort genasen. »Ich habe etwas für euch«, Sebastian Frank unterbrach ihre Überlegungen. In den Händen hielt er ein unförmiges Bündel. »Nanu, was lest ihr denn da?« »Ah, über die Wundarznei. Irgendwo habe ich auch noch Steinhövels Büchlein der Ordnung der Pestilenz von 1473. Die beiden Bücher stammen aus dem Nachlass eines Arztes.« Er machte Anstalten, danach zu suchen, hielt jedoch abrupt inne und hob die Brauen. »Ah, weder das eine noch das andere erscheint mir eine geeignete Lektüre für eine junge Dame zu sein. Vielleicht sollte ich euch etwas zur religiösen Erbauung heraussuchen?« »Nein, danke euch, Meister Frank.« Agathe winkte ab. Bedauernd klappte sie das Buch zu und legte es zurück. Zu gerne hätte sie es erworben, doch der Gedanke, ihre Mutter um Geld für ein medizinisches Lehrbuch zu bitten, war schlicht absurd. Der Seifensieder entsann sich des Grundes, warum er Agathe zu sich gerufen hatte, und reichte ihr das eingewickelte Paket. »Hier sind ein paar Seifenreste, meist geborstene Stücke, die kann ich nicht verkaufen. Vielleicht können die Schwestern in der Klause sie gebrauchen?« »Oh, ganz bestimmt können sie das, Meister Frank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr...« Agathe strahlte. »Vergelt's euch Gott!« »Geben ist seliger denn nehmen«, entgegnete der Seifensieder. Ihr solltet sie aufschreiben.« »Was meint ihr?« Frank runzelte die hohe Stirn. »Na, eure Sprichwörter. Ihr solltet sie sammeln und aufschreiben.« »Ja«, Frank lachte, »vielleicht mache ich das eines Tages.« In der Klause schien alles seinen gewohnten Gang zu gehen, stellte Agathe mit Erleichterung fest, als sie Notburger, geschäftig wie stets, im Hof des Seelhauses antraf. Nichts deutete darauf hin, dass sie oder ein anderer sich bei Susanna mit der Louis angesteckt hatte. »Eine Spende von Meister Frank«, sprudelte Agathe hervor und drückte der Schwester das Seifenpaket in die Hände. »Ihr wisst doch, der Seifensieder, dessen Bottich Messner Gruber auf den Fuß gefallen ist. Er handelt jetzt mehr mit Büchern, als dass er Seife siedet, und er hat ein Buch über Medizin, das...« »Selten genug, dass uns überhaupt jemand mit Spenden bedenkt«, unterbrach die Begine missmutig. Die anhaltende Hitze schien ihr zuzusetzen. »Ich verstehe zwar nichts von den religiösen Feinheiten, aber früher, vor der Kirchenreform, als man sich das Himmelreich noch mit guten Taten verdienen musste, war es um die Spenden besser bestellt.« Agathe folgte der brummelnden Schwester ins Haus. Kaum, dass sie in den Krankensaal trat, sprangen Hitze und Gestank sie an wie eine hinterhältige Katze, und ungezählte Fliegen taumelten um sie herum. Von Reinlichkeit konnte hier bei Gott keine Rede sein. »Wir sollten hier sauber machen«, schlug Agathe vor, während sie Notburger in den hinteren Teil des Raumes folgte. »Natürlich, und bunte Vorhänge sticken und Spielmannsleute für die Siechen kommen lassen«, murrte Notburger missvergnügt. »Und wann, bitteschön, soll ich auch dafür noch Zeit finden?« Am Fußende von Susannas Pritsche blieb sie stehen und stemmte die Hände in die Hüfte. »Wenn du zudem noch Volk hierher holst, das nicht hierher gehört.« Agathe schaute Susanna an und die Antwort blieb ihr in der Kehle stecken. Die Magd bot einen erbarmungswürdigen Anblick. Ihre Wangen waren hohl, sie hatte einen Großteil ihrer Haare verloren und aus dem Mundwinkel rann ihr ein dünner Speichelfaden das Kinn hinab. Der Ausschlag indes
war bis auf einige größere Krusten zurückgegangen. Susanna war wach und ihre Augen wirkten klar. Das Fieber schien sie verlassen zu haben. »Wie geht es dir?«, fragte Agathe. Wenn Susanna Notburgers Seitenhieb verstanden hatte, so ließ sie es sich nicht anmerken. »Besser«, antwortete sie mühsam, und Agathe konnte erkennen, dass sie einen ihrer Schneidezähne verloren hatte. »Sie kann nicht essen«, sagte Notburger und wies auf die hölzerne Schale, die Susanna nur bis zur Hälfte geleert hatte. »Aber sonst scheint sie sich zu erholen. Deine Salbe wirkt, auch wenn sie mich jedes Mal zum Husten bringt.« »Agathe, was um Himmels Willen machst du hier?« Walburga wich entsetzt zurück, als Agathe in die Stube des Rockenburgerschen Hauses trat. »Ich dachte, du seist krank.« »Ja, das war ich«, sagte Agathe. »Aber es war nichts Schlimmes. Ich bin wieder gesund.« »Nichts Schlimmes? Na, da habe ich aber anderes gehört«, entfuhr es der Base. »Was hast du gehört?«, fragte Agathe. »Na, dass du«, stotterte Walburga. »Na los, jetzt sag schon«, drängte Agathe. »Was hast du gehört?« »Scht!« Hastig blickte Walburga sich um. Ihre Mutter und ihre ältere Schwester Juliana saßen ein Stück entfernt und schenkten den Mädchen keine Aufmerksamkeit. »Du hättest die Lustseuche«, flüsterte Walburga. Agathe blieb vor Überraschung der Mund offen stehen. Wo in aller Welt hatte Walburga solches Gerede aufgeschnappt? Dann jedoch entsann sie sich ihres Besuches bei Meister Goll. Die Frau des Apothekers hatte sie sehr merkwürdig angeschaut. Hatte sie etwa angenommen, die Salbe sei für sie selbst gedacht und in der Stadt herum erzählt, Agathe hätte diese übel beleumdete Krankheit? »Unfassbar, was die Leute so reden, nicht wahr?« Walburga versuchte, den Klatsch leichthin abzutun. »Du hast es geglaubt«, sagte Agathe empört. »Ich? Nein, nicht im Mindesten.« »Und du hast es weitererzählt, oder etwa nicht?« Walburga verzog ihr schmollendes Puppengesicht. »Natürlich nicht. Wie kannst du nur so etwas von mir denken?« Agathe spürte, wie Wut in ihr aufstieg, und auf ihren Wangen bildeten sich rote Flecken. »Wenn du es genau wissen willst, so ist es Susanna, die Lustseuche hat. Eure Magd Susanna.« Walburgas Augen weiteten sich erstaunt. »Das kann nicht sein«, widersprach sie. »Susanna war liederlich. Sie ist mit einem Landsknecht fortgelaufen.« »Sie ist nicht fortgelaufen«, entgegnete Agathe heftig. »Deine Mutter hat sie hinausgeworfen, als sie gemerkt hat, dass Susanna krank war.« »Na, und wenn schon, was hätte sie denn tun sollen?« »Einen Arzt rufen«, gab Agathe aufgebracht zurück. »Für eine Hausmagd? Du bist ja völlig von Sinnen.« Empört holte Agathe Luft. »Verspürt ihr denn gar keine Verantwortung für euer Gesinde?«, stieß sie wütend hervor. »Es gehört zu eurem Hausstand. Ihr lasst sie für euch arbeiten, und wenn es ihnen schlecht geht, werft ihr sie fort wie verdorbenes Obst? Wie kann man denn nur so roh sein, so gänzlich ohne Mitgefühl?« Auf dem Absatz machte sie kehrt und ließ ihre Base kopfschüttelnd zurück. Auch in der Woche darauf hielt die sengende Hitze an. Nicht nur, dass sie ab den späten Morgenstunden jede Bewegung zur Qual geraten ließ, dachte Agathe und entledigte sich ihres leichten Umschlagtuches. Weit schlimmer fand sie, dass die Wärme es ihr schwer machte, eine Seite Schinken oder einen Kanten Käse aus der Streicherchen Küche in die Klause zu schmuggeln. Unter dem dicken Wolltuch ihres weiten Winterumhangs war das ein leichtes gewesen. Mit einem schelmischen Lächeln zog Agathe das dicke Paket hervor, das sie eng an sich gepresst verborgen gehalten hatte, glücklich, dass es ihr gelungen war, einen Ballen dünnen Leinens und ein Töpfchen mit Honig zu stibitzen.
Aus dem Beutel an ihrem Gürtel förderte sie zudem eine Handvoll kurzer Nägel zutage. Als erstes würde sie der Fliegenplage zu Leibe rücken, hatte Agathe beschlossen, und sie trat an eines der Fenster in der zur Straße gelegenen Wand des Krankensaals. Ihren Unterarm als Maß verwendend, schätzte sie Breite und Höhe der Fensteröffnung ab. Alsdann breitete sie auf einer freien Pritsche das durchscheinende Leinen aus und schnitt es in passende Stücke. Von der anderen Seite des Saales her folgte Notburgers argwöhnischer Blick jeder ihrer Bewegungen. Gerade als Agathe den ersten Nagel in die Wand schlagen wollte, um den linken oberen Zipfel des ersten Tuches zu befestigen, ergriff eine Hand das Tuch an der rechten Ecke, um ihr die Arbeit zu erleichtern. Agathe wandte den Kopf und blickte in das von Narben überzogene Antlitz von Susanna. Der Magd schien es deutlich besser zu gehen. Zwar lagen noch dunkle Schatten unter ihren Augen, doch ihr Gesicht wirkte nicht mehr so hohlwangig und um den Kopf hatte sie ein Tuch gewunden, das den Anblick ihrer kahlen Kopfhaut verbarg. Ein scheues Lächeln huschte über ihre Züge, bevor sie sich wieder dem Fenster zuwandte. Agathe schlug den nächsten Nagel ein. Sie hatten bereits drei der Fensterlöcher mit Gaze überspannt, als Notburger zu ihnen trat. »Wo keine Fliegen reinkommen, kommen noch keine Fliegen raus«, spottete sie. »Wenn ihr hier fertig seid, kann dann die da verschwinden?« Mit einem Nicken in Susannas Richtung machte sie deutlich, von wem sie sprach. »Gesund genug ist sie jetzt. Wir können hier keinen unnützen Esser brauchen.« »Und wohin soll sie gehen?« fragte Agathe ruhig. »Dahin, wo sie herkommt«, brummte Notburger. »Mit diesen Narben im Gesicht? Ihr glaubt doch nicht, dass auch nur eine Hausfrau ihr eine Stellung gibt.« Unbeteiligt, als gelte das Gespräch der beiden nicht ihr, sondern irgendeiner beliebigen Fremden, stand Susanna neben ihnen. Ihr Gesicht zeigte keine Regung, und wenn Notburgers harsche Worte sie verletzten, so ließ sie es sich nicht anmerken. Mit einem Schnauben wandte die Begine sich ab und überließ die beiden jungen Frauen ihrem Tun. Als sie auch das letzte Fenster verschlossen hatten, holte Agathe einen alten Lumpen und riss ihn in Streifen. Sie öffnete das Töpfchen mit dem Honig und auf Susannas Gesicht zeichnete sich Verstehen. Einmütig bestrichen sie die Stoffstreifen mit Honig und befestigten sie in Abständen an der Decke des Krankensaales. Auch in der Tür zum Hof hängten sie einen Fliegenfänger auf. Als sie fertig waren, stellte Agathe zufrieden fest, dass bereits die ersten Fliegen an den Honiglumpen klebten. Mit der Plage würde es bald ein Ende haben. Missbilligend betrachtete sie alsdann das schmutzstarrende Stroh auf dem Boden. Das käme als nächstes an die Reihe. Sie würde hier sauber machen, entschied Agathe, möge es Notburger auch noch so missfallen. Am Ende würde sie die Schwester schon noch davon überzeugen, dass Reinlichkeit von Nutzen war, nicht nur für die Kranken. Entschlossen stapfte sie über den Hof zu dem windschiefen Schuppen, in dem die Schwestern allerlei Gerätschaften aufbewahrten. Mit Besen, Forke und einem alten Eimer kehrte sie zurück in den Krankensaal. Susanna nahm ihr die Forke ab und schweigend machten sich die beiden Frauen an die Arbeit. Es war eine erbärmliche Schinderei, die ihnen bei der Hitze bald den Schweiß auf die Stirn trieb. Wie Pech haftete der Dreck von Jahren auf dem gestampften Lehmboden und aus dem hochgewirbelten Stroh stieg der Gestank schlimmer auf denn je. So anstrengend es auch war, unverdrossen trugen sie den Unrat Eimer für Eimer hinunter zum Ufer, wo sie ihn in das schmale Rinnsal entleerten, das die Hitze von der Blau übrig gelassen hatte. Der Schweiß durchfeuchtete ihre Kleider und rann von ihren Gesichtern, und da sie beide nicht ganz bei Kräften waren, kamen sie nur langsam voran. Sie hatten bereits ein gutes Stück des Bodens vom gröbsten Schmutz befreit, als Notburger herbeieilte und empört die Hände in die Hüften stemmte. »He, was macht ihr denn mit unserem Stroh?« rief sie.
Hört auf damit, ich habe kein neues, das ich auf den Boden streuen kann. Wir brauchen hier kein Stroh auf dem Boden. Es stinkt und ist widerlich. Wie sollen die Kranken da gesund werden? Widersprach Agathe. In dem Buch von Meister Frank habe ich gelesen, es ist praktischer so, unterbrach Notburger sie scharf und spielte ihren Trumpf aus. Einen Boden ohne Stroh muss man ständig fegen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich kann das fürs Erste übernehmen. Es war Susanna, die leise, doch mit fester Stimme gesprochen hatte. Aufrecht blickte sie der Begine in die Augen. Deren Blick glitt von Susanna zu Agathe und wieder zurück zu Susanna, und ihr entfuhr ein Grunzen. »Das habt ihr euch ja fein ausgedacht«, brummte sie. »So soll sie in Gottes Namen bleiben, Kost und Unterkunft gegen Putzen und Hausarbeit.« Ohne Susannas Antwort abzuwarten, wandte sich die Schwester ab und stapfte davon. Nach wenigen Schritten jedoch hielt sie inne und drehte sich noch einmal zu Susanna um. »Und keine Liederlichkeiten, hast du mich verstanden?« sagte sie streng. Susanna nickte und zum zweiten Mal an diesem Tag huschte ein Lächeln über ihre mageren Züge. Und das ist das Ende des vierten Kapitels. Nun, gar nicht so einfach, im 16. Jahrhundert eine junge Frau gewesen zu sein. Was ein Glück, hat sich das ein wenig geändert. Nun, wie wird es im fünften Kapitel weitergehen? Das erfahren Sie ganz bald. Ich freue mich schon aufs Lesen. Liebe Grüße, bis bald. Tschüss.